Hallo und herzlich willkommen zurück zu Soviet Republic, Workers and Resources, Soviet Republic genauer gesagt. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Leute, ich habe ein bisschen was mit Mods experimentiert. Und zwar Mods in dem Sinne andere Straßen, Texturen. Und ja, man sieht das hier jetzt nicht so gut. Ich hoffe, man sieht es im weiteren Verlauf. Besonders die geteerten Straßen dürften jetzt eine andere Textur haben. Und ich habe die Skybox ein bisschen geändert. Das andere war sehr grell. Jetzt ist natürlich auch kein schönes Wetter gerade. Also wenn die Sonne richtig scheint, dann gibt es hier auch schöne Sonne, keine Sorge. Aber es ist insgesamt ein bisschen weniger grell. Denn ich hatte den Eindruck, es ist in einigen Stellen einfach viel zu starke Highlights, ja. Das müsste jetzt eigentlich besser sein. So, das dazu. Dann noch eine Interface-Mod. Ihr seht hier die Symbole für Rubel und Dollar sind zum Beispiel anders. Und ich gehe mal hier drauf. Diese Symbole sind teilweise aktualisiert. Insgesamt also kleine Anpassungen auch hier bei dem Geld. Da sieht man einfach nochmal die anderen Icons. Es ist eine Kleinigkeit, aber eine gute Kleinigkeit, finde ich. So. Hier auch neuer Stopp, Fahrplan auf anderes Fahrzeug kopieren und so. Das sind alles, ja nicht alles, aber es sind einige neue Icons einfach. So, und jetzt habe ich auch genug gelabert, jetzt geht's nämlich los. Ich habe mir einen kleinen Fahrplan gemacht für diese Folge. Wir müssen nämlich 3 Punkte angehen und da würde ich ungern allzu lange mit warten. Wir haben ja momentan hier 4 Busse fahren, 2 auf jeder Linie zum Kraftwerk und oben zur Mine und zur Verarbeitungsanlage. Das ist ja eine Linie und die würde ich gerne anpassen, denn wie fange ich am besten an? Wir haben in der letzten Stadt schon gemerkt, und auch in der ersten Stadt schon, dass die Busse, wenn sie zum Beispiel, also dieser hier, der hat jetzt zum Beispiel 35 Arbeiter dabei. Wenn der jetzt hier reinfährt und hier ist aber schon alles voll, so wie hier jetzt, ja, da kommt kein Arbeiter mehr hin, dann fährt der Bus unverrichteter Dinge mit den 35 Arbeitern wieder zurück und die Arbeiter verfallen halt irgendwann, weil dann warten die nicht länger und sind weg. Dann muss man warten, bis die wieder eine neue Schicht haben. Die Arbeiter aber nicht jetzt im zum Beispiel zweiten Versuch dann, wenn hier nichts mehr ist, weiter nach oben fahren zu lassen. Macht wesentlich mehr Sinn. Denn jetzt gucken wir kurz in die anderen Busse. Ja, der ist jetzt voll. Der ist zum Beispiel leer. Der fährt völlig leer da hoch. Was soll das? Ja, das macht keinen Sinn. Also werden wir die Linien bearbeiten. Besser gesagt, wir werden eine Linie löschen und nur noch eine Linie haben. So, und wir machen das jetzt mal folgendermaßen. Ich werde jetzt mal die Kraftwerkslinie nehmen und ändern, also bearbeiten. So, wir haben hier einmal das Wolfshausen-Zopp und dann Wolfshausen-Kraftwerk. Hier fügen wir jetzt einen neuen Stopp ein. Und zwar nach Zopp. Neuer Stopp. Und dann fahren wir hoch zur Mine. So, und von der Mine nach dem Kraftwerk, also Moment, das ist jetzt falsch rum. Hä, wie blöd. Moment. Halt löschen. Wo hat er den denn eingefügt? Danach, okay. Dann machen wir hier, klicken wir hier drauf und sagen neuer Stopp. So, jetzt ist richtig. Er fährt nach dem Kraftwerk zur Kohlemine. Und nach der Kohlemine wird nochmal am Kraftwerk vorbeigefahren. Hoppla, warum hat das jetzt nicht geklappt? Neuer Stopp. So, alles klar. Heißt also, vom Zopp zum Kraftwerk, zur Mine, zum Kraftwerk, zurück zum Zopp. Das ist die neue Fahrweise. So, bei Kraftwerk brauchen wir gar nicht mehr beladen. Das macht keinen, also muss man jetzt nicht ändern, aber ich mache es jetzt einfach so. Und wir sagen ja aussteigen 100%. Man könnte jetzt auch sagen, lass noch welche drin sitzen. Aber nee. Die bleiben sowieso sitzen, wenn keine Arbeitsplätze hier frei sind gerade. Also von daher ist das schon in Ordnung. Das speichern wir. Wir benennen die Linie auch um. Die heißt jetzt Wolfshausen Energie Linie. Ich nenne es jetzt einfach Energielinie. So. Speichern. Jetzt nehmen wir die Fahrzeuge, also nehmen erstmal die neue Linie und kopieren diese Linie auf die anderen Fahrzeuge. Und wir können ja jetzt sehen, das hier ist zum Beispiel so ein Fahrzeug.
Der fährt hoch und wir wussten, der fährt auch hoch. Und jetzt haben wir hier 4 Fahrzeuge auf der Wolfshausener Energielinie und können dann diese Linie löschen und haben alle neu angepasst. So, das ist mal die erste Änderung. Dann kommt der zweite Punkt, den ich mir notiert habe, und das Wetter ist wieder richtig toll. Ich wünschte, man könnte den Regen ausschalten. Ich lösche mal kurz die alte Nachricht hier. So, okay. Export. Wir müssen Kohle exportieren und wir werden jetzt den Export hier entsprechend aufbauen. Wir haben hier unser Lager, wo unsere Kohle gespeichert wird. Das ist im Moment noch nicht so viel. Das Kraftwerk ist noch nicht voll, deswegen läuft im Moment noch alles ins Kraftwerk rein. Wenn wir hier die 100 Tonnen erreicht haben, dann wird auch hier was gelagert. Also ist es jetzt eigentlich auch genau der richtige Zeitpunkt, das zu machen. Ich habe hier oben die Quickleiste belegt. Wir werden jetzt mal hier das Tool nehmen zum Gelände bearbeiten, schalten auf eigene Bauarbeiter um, damit unsere eigenen Leute das machen. Dann werde ich mir das Overlay einblenden. Und dann machen wir hier ein bisschen Terraforming, denn hier soll der Bahnhof hin für den Export. So, wir schieben das einfach hier ein bisschen hoch. Muss gar nicht viel sein. So. So, dass es immer noch ein bisschen natürlich auch aussieht. Ah, das reicht im Grunde schon. Aber da es ja kostenlos ist, nutzen wir noch ein bisschen weiter. So, okay. Jetzt haben wir das alles auf Level. Ja, wir brauchen eine Verladestation. Jetzt kommt die Kohle hier rein. Jetzt sehen wir es auch. Ja, oder auch nicht. Kann auch sein, dass jetzt oben eine Zeit lang keine Arbeiter waren. Das muss sich noch ein bisschen einpendeln. Das ist noch nicht optimal. Geben wir dem einfach ein bisschen Zeit. So. Wir brauchen eine Verladestation für die Kohle. Das holen wir uns aus dem Transportsektor. Züge. Und dann gibt es hier Zugrohstoffe beladen. Und das nehmen wir jetzt. So. Das muss natürlich einen Anschluss daran bekommen. Will heißen, wir sehen ja da oben die... die Anschlüsse. Und wie stellen wir es jetzt hier hin? Ich würde sagen so. So, fertig. Ach, ist jetzt auch nur im Baumodus, also ist im Grunde geplant. Machen wir auch ruhig noch so eine Weile, das ist in Ordnung. Dann müssen wir die Anschlüsse haben. Dafür brauchen wir hier unsere Aggregat-Transportbänder-Fördermaschine. So, die nehmen wir jetzt so und schließen die hier an. Und zwar so. Ja, es ist wunderbar. Wir können hier über die Straße, unter der Straße her. Und wir brauchen hier natürlich einen Straßenanschluss. Vom Bahnhof ans... Ah, das geht wieder nicht, weil die kriege ich hinterher nicht nachträglich gebaut. Das ist mir ein Rätsel, warum das eine so gut funktioniert. Und das andere muss man dann doch immer noch so machen. Naja. So, hier raus. Da dran. Fertig. So, und dann ist der Bahnhof schon mal angeschlossen. Ans Verkehrsnetz und an das Lager. Damit wir Züge betreiben können, wissen wir schon, brauchen wir Treibstoff. Das heißt, wir brauchen eine Station zum Tanken. Und die stellen wir... Na, wir lassen unsere Züge erstmal ein Stück weit rausfahren. Ah ja, Zuggeschwindigkeit. Die Züge, die wir kaufen, die können schon von vornherein so ungefähr 97 km/h fahren. Deswegen macht es keinen Sinn, die Holzgleisstrecke zu bauen, auch wenn sie günstiger ist. Wir werden hier tatsächlich die teure Betonstrecke bauen. Und wir gehen hier einfach so ein bisschen raus... aus der Stadt, hätte ich jetzt mal gesagt, aus dem Bahnhof, so. Wir machen auch nur eingleisig im Moment. Und dann kommt die Tankstation. Und die befindet sich hier, die Zugdieselstation. Die stellen wir direkt da dran. Und dann schließen wir sie an.
Und zwar so, dann ist das schon mal gleich erledigt. So, dann fahren wir ein Stück gerade weiter. Fertig. Wir lassen im Moment nur einen Zug fahren, deswegen baue ich jetzt auch keine Signale. Damit können wir uns immer noch beschäftigen. Es geht weiter. Wir brauchen ein Depot, damit wir überhaupt Züge kaufen können. Dann ziehe ich die Strecke erstmal ein Stück weiter raus noch. So bis... Ich mag ja, wenn es dann einen leichten Bogen auch hat, so bis hier. Denn in diese Richtung fahren wir quasi raus in Richtung Zollstation. Und das Depot, das bauen wir jetzt hier hin. Und dann nehmen wir das Standarddepot, das muss auch an die Straße dran. Das heißt, wir bauen es so rum. Ja, oder wir bauen es hier unten hin, das macht tatsächlich mehr Sinn. Tja, wie ich es jetzt baue, Grunde egal. Ich denke... Ich würde es eigentlich lieber oben bauen, aber der Straßenanschluss ist dann... Ja, obwohl, wir können ja da hinten dran, klar. So. Da kommt's hin. Und dann das Gleis hier raus und da raus. Okay. Depot, Straßenanschluss. Ja, ist in Ordnung so. Bin ich mit einverstanden. Und natürlich auch, ja, die Tankstation braucht einen Straßenanschluss. Ich glaube, dass das eher auch nur für Feuerlöschzwecke wieder ist. Aber gut, in Gottes Namen. Schließen wir natürlich an. So, ach, das haben wir jetzt mit Rubel gebaut, deswegen wird da schon gebaut, das Depot. Ist in Ordnung, wir gehen jetzt auch hier hin und bauen das. Geben hier das Okay für den Einkauf der Ressourcen und dann geht's los. Genauso machen wir es hier. Bei dem Ding. Dem. Und dem. So. Hier funktioniert das übrigens so, dass immer nur dann beladen wird, wenn ein Zug da steht. Das heißt, dieser Förderturm zieht erst tatsächlich, wenn der Zug da ist. Das finde ich auch ganz gut. So, schau mal, jetzt haben wir hier schon 100 Tonnen. Das heißt, der Verkauf kann starten. Alles wunderbar. Nächster Schritt ist der... Ja, der Einkauf des Zugs und natürlich die Gleisverlegung. Und das machen wir jetzt, weil jetzt regnet es gerade nicht. Jetzt können wir auch ein bisschen gucken. Wir fahren hier in die Kurve rein und dann da hinten rum zur Zollstation. Das hatte ich mir schon überlegt. Deswegen legen wir jetzt hier los. Also, alles eingleisig im Moment. Wird auch erst später aktualisiert. So, hier möchte ich jetzt tatsächlich doch eine knappe Kurve haben. So. Ja, diese Stadtnamen, die werden wir wieder löschen, wenn wir die Strecke gebaut haben. Bonigny, 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 meine Güte. Wer kann denn sowas sprechen? Soll in keinster Weise despektierlich sein gegenüber den Leuten, die es tatsächlich aussprechen können. So, ja, jetzt machen wir hier entweder einen Schlenker oder eine Brücke. Ich entscheide mich mal für den Schlenker. Svenimann. Oh, Mist. Geld rausgeworfen. Da musst du echt aufpassen beim Gleisbau. Geht nämlich ruckzuck, dass man daneben ist. So. So, jetzt müssen wir schauen. Wir wollen ja da hinten nach Prostelice.
Und ich schaue mal, wo der Anschluss ist, beziehungsweise ich baue mal von hier los. Genau, wir hatten hier extra die Masten so quergelegt, dass wir hier schön raus können. Dann nehmen wir jetzt mal den Anschluss und ziehen. Jetzt ist es natürlich gerade dunkel. Oh, die Shader-Änderung hat leider auch verändert, dass die Nacht gerade wieder ein bisschen dunkler ist, Leute. Da muss ich nochmal Hand anlegen. Das tut mir jetzt leid, dann ist es jetzt einmal dunkel. Müsste da leider kurzzeitig mit klarkommen. So, und ich versuche mal jetzt den Direktanschluss hier zu finden. Der wäre da. Jawohl, und dann ist die Strecke da. Jetzt gehen wir eben die Straße, die Strecke einmal ab und löschen diese Markierung, wie gesagt. Das geht tatsächlich nicht. Ah, wie ärgerlich. Dabei sind die so überflüssig. Die können wir jetzt löschen. Die nicht. Verstehe ich nicht. Wahrscheinlich, weil die hier noch war. Ja, die ist jetzt weg, okay. Die geht auch weg. Warum kann ich die erste nicht löschen? So, dann sind wir schon wieder zu Hause in Wolfshausen. Können wir mal gucken, wie es hier bei Nacht aussieht. Bei einer richtig dunklen Nacht. Immer noch alle Leute auf der Straße unterwegs. Und es wird schon wieder hell, von daher alles gar nicht so schlimm. Hier wächst auch schon wieder Gras über die Baustelle. Gut, da möchte ich jetzt aber tatsächlich nochmal versuchen, das eine Stückchen Stadt da zu löschen. Das hier, das muss doch gehen, wenn alle anderen gehen. Warum geht dann das nicht? Jetzt geht es. Komisch, oder? Was ist da los? Gut. So. Okay, die Infrastruktur steht. Wir brauchen einen Zug. Wir kaufen einen Zug für Rubel. Und wir nehmen hier die... Ja, welche nehmen wir? Wir gehen erstmal auf Diesel. Die hier nehmen wir, die SU46. Die hat eine hohe Motorleistung und eine hohe Geschwindigkeit. Wie gesagt, die sind alle schnell. Also die kleinste oder die langsamste fängt bei 80 km/h an und ist schon 10 km/h schneller, als die Holzschienen erlauben würden. Also wir nehmen jetzt hier die SU46, die in Polen gebaut ist. Mit einer ziemlich großen... Warum ist da die Produktion im Kohlewerk jetzt gestoppt? Schauen wir uns gleich an. Ich habe schon pausiert. Wir kaufen noch ein paar Güterwagen dazu. Und zwar Schüttgutwagen. Ich denke, das reicht erstmal. Jetzt gucken wir erstmal nach, was hier los ist. Ja, es sind keine Leute da. Oh, warte mal. Da fährt aber gerade ein Bus wieder weg. Ah, jetzt kommen gerade Leute. Alles klar. Busse fahren gerade tanken. Es könnte daran liegen, weil hier warten genug Leute. Auch die Farben hier haben sich ein bisschen geändert. Ich weiß nicht genau, warum man das gemacht hat. Aber das finde ich im Grunde nicht schlecht. Sieht man auf einen Blick sofort, was da los ist. Weil die Symbole sind ja schon manchmal ein bisschen schwierig. Nun ja, wie auch immer. Also, wir haben den Zug. Wir haben hier den automatischen Oh, Stromversorgung. Hier brauchen wir keinen Strom. Hier haben wir Strom. Dann ist ja gut. Dann machen wir jetzt noch einen weiteren Energieverteiler hier rein. Umspannwerk. Schließen wir hier an. Unsere Standardstromleitung. Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Wir könnten dann den Schalter oder wir machen hier einen neuen Schalter.
einen neuen Schalter. Gut, die Verbindung steht. Dann hat jetzt auch die Dieselstation Strom und alles, was wir hier eventuell noch brauchen. Gut. Okay, also hier sind genug Arbeiter. Da sind jetzt gerade keine Arbeiter. Aber die Busse, die jetzt hier sind, die fahren jetzt eigentlich weiter, weil hier alles voll ist und die nehmen jetzt die 53 Arbeiter mit. Nach oben zur Verarbeitungsanlage und zur Mine. Da laufen auch schon Leute runter. Nur 3 oder 4. Immerhin geht die Produktion weiter. Und da kommen die nächsten 53 Arbeiter. Die Mine ist eigentlich immer nicht das Problem. Im Gegenteil, hier kommt viel zu viel Kohle raus. Darum stelle ich mal ein 2673, damit auch hier immer voll belegt ist. So, hier sind jetzt schon 275 Tonnen. Das Kraftwerk ist voll. Gut. Dann würde ich sagen, fahren wir mit dem Zug los. Wir müssen eine neue Linie machen. Das machen wir jetzt mit dem Zug, das ist ja in Ordnung. Hoppla. So, neue Linie, neuer Stopp. Wir halten einmal hier. Da beladen wir. Wir beladen Kohle. Und wie viel können wir mitnehmen? 360 Tonnen. Ja, machen wir. Und wir warten auch, bis der Wagen, also bis alle Wagen voll sind. Und dann fahren wir rüber hierhin und entladen. Und wir warten auch, bis alles entladen ist. Ich weiß nicht, ob es da Timeouts gibt, aber so sind wir sicher, dass alles gut läuft. Okay, dann starten wir. Das soll ein Schlüssel im Zündschloss sein. Da hat mir das andere Symbol besser gefallen. Aber gut, so, Zug fährt los. Wir gucken es uns natürlich an. Keine Frage. So, da kommt er raus. Hält er jetzt direkt zum Tanken an? Jawohl, das ist gut. Dann bleibt er unterwegs nämlich nicht liegen. Die Map brauchen wir gerade nicht mehr. Passen schon ein paar Liter rein, ne? So, und jetzt werden wir sehen, wie sich hier das Lager füllt. Und naja, wie gesagt, jetzt erst fängt hier der Turm an, das rüberzuziehen. Das geht aber ruckizucki. Und hier, oh, hier ist viel Kohle. Da ist viel mehr Kohle, als wir momentan mitnehmen. Ich glaube, wir können, also immer vorausgesetzt, dass das jetzt hier richtig läuft mit den Arbeitern, dass die Fabriken besetzt sind und die Mine, können wir, glaube ich, mehr Waggons anhängen. So, wir fahren an die russische Grenze und wir bekommen, das können wir jetzt schon sehen, 6700 Rubel. Das ist natürlich jetzt nicht die allermeiste, nicht die allergrößte Menge Geld. Aber immerhin. Immerhin. Wir können ja mal schauen, wir exportieren ja schon den Strom. Für, ja,
17.000. Der Monat ist noch nicht ganz zu Ende. Wir gucken mal auf letzten Monat. Okay, da haben wir, ja, ist schlechter Beispiel. Wir haben im März angefangen. Müssen wir schon hier schauen. Also ich sag mal, wir exportieren am Ende des Monats ungefähr 20.000 Rubel hiervon. Und wenn der Zug in einem Monat dreimal hin und her fährt, dann ist das nochmal fast genauso viel. Und wir können definitiv noch mehr Waggons anhängen. Können wir auch schon mal kaufen. Die hängen wir an den anderen Zug gleich an. Den lassen wir jetzt erst einmal rüberfahren. Und auf dem Rückweg geht es dann einmal hier ins Depot. Okay. So. Dann wäre jetzt eigentlich der Schritt für Punkt Nummer 3 gekommen, aber den werde ich mit euch in der nächsten Folge machen. Da geht es nämlich ums Heizen. Ich möchte natürlich gucken, dass wir hier die Gebäude beheizen. Es wird jetzt tendenziell natürlich erstmal warm, aber dann ist das auf jeden Fall schon mal eingerichtet und wir müssen nicht erst, wenn es kalt ist, die Heizung ja in aller Eile hochziehen. Und wir wollen einen Bauernhof bauen und das machen wir auch in der nächsten oder übernächsten Folge dann spätestens. Vielen Dank fürs Zuschauen bis hierher. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin alles Gute, bleibt gesund. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.